Hallo, liebe Geschwister. Schön, dass ihr auch beim Abschluss der Ich Bin-Worte mit dabei sind. Ich möchte zu Beginn lesen, einfach um der Vervollständigung des Ganzen willen, aus dem ersten Kapitel des Johannes. Die ersten Verse. Von Anfang an gab es den, der das Wort ist. Er, das Wort, gehörte zu Gott. Und er, das Wort, war Gott in allem gleich. Dieses Wort gehörte von Anfang an zu Gott. Durch dieses Wort wurde alles geschaffen, und nichts, das geschaffen ist, ist ohne dieses Wort entstanden. Er, das Wort, war zugleich das Leben in Person, und dieses Leben bedeutete das Licht für die Menschen. Das Licht leuchtete in der Dunkelheit, und die Dunkelheit konnte es nicht überwältigen. Ein Mensch trat auf, den Gott gesandt hatte. Er hieß Johannes. Dieser Mensch trat als Zeuge für das Licht auf. Alle sollten durch ihn zum Glauben kommen. Er selbst war nicht das Licht, aber er sollte als Zeuge für das Licht auftreten. Er, der das Wort ist, war das wahre Licht. Es ist in diese Welt gekommen und leuchtete für alle Menschen. Er, das Wort, war schon immer in dieser Welt. Diese Welt ist ja durch ihn entstanden, aber sie erkannte ihn nicht. Er kam in seine eigene Schöpfung, aber die Menschen, die er geschaffen hatte, nahmen ihn nicht auf. Aber wer sich ihm öffnete, dem verlieh er das Recht, Kinder Gottes zu werden. Das sind alle, die glauben, dass er im Auftrag Gottes handelt. Kinder Gottes wurden sie durch ihre natürliche Geburt, aber nicht, weil ein Mensch es wollte oder weil sie einen Mann zum Vater haben. Kinder Gottes wurden sie allein dadurch, dass Gott ihnen das wahre Leben schenkte. Soweit. Welchen Anspruch hat Jesus? Er sagt: Ich bin dieses Licht. Ich bin dieses Wort. Und wir haben die 7 Bilder gehört, in denen er sich beschreibt und wo er deutlich macht, er allein kann uns dieses schenken. Er allein kann uns die Augen öffnen. Nun könnte man natürlich sagen, er bildet sich ganz schön was ein. Man könnte ihn natürlich auch Hochmut vorwerfen, Selbstverliebtheit oder sonstiges. Man könnte ihn, wie es auch Spurgeon sagte, durchaus auch wegsperren. In seinem Buch Pardon, ich bin Christ, schreibt Louis: Wir müssen uns deshalb entscheiden. Entweder war dieser Mensch Gottes Sohn oder er war ein Narr oder Schlimmeres. Man kann ihn als Geisteskranken einsperren, man kann ihn verachten oder als Dämon töten. Oder man kann ihn zu Füßen fallen und ihn Herr und Gott nennen. Aber man kann ihn nicht mit gönnerhafter Herablassung als einen großen Lehrer der Menschheit bezeichnen. Das war nie seine Absicht, diese Möglichkeit hat er uns nicht offen gelassen. Und genau um diese Entscheidung geht es. Wer ist Jesus für uns? Vertrauen wir dem, was er selber sagt? Vertrauen wir dem, was Johannes uns weitergibt? Sagen wir, er ist das Licht, das in diese Welt gekommen ist, das Wort, von dem alles ausging, der mit Gott oder im Namen Gottes letztlich uns den Weg tatsächlich weist? Oder sagen wir, ist uns völlig egal. Wir wollen unser eigenes Leben gestalten. Wir sind immer wieder in dieser Auseinandersetzung. Von daher möchte ich eigentlich abschließen mit einem Gedicht, das ich gefunden habe. Ich bin ist dein Name, von Sœur Natascha.
Ich bin, sagst du, und dein Wort war Leben, die Kraft, die mich schuf, dir zum Bilde. Du wolltest, dass ich lebe vor dir. Du wolltest mich, dein Geschöpf, als dein dir zugekehrtes Du, dessen höchstes Glück es ist zu leben, weil du bist. Ich bin, sagtest du, und wurdest Mensch wie ich mit seinen Grenzen, seinem Leiden, seiner Hingabe. Und doch ein Mensch, wie niemand sonst, ganz und gar demütig, ganz und gar hingegeben an Gott und die Welt. Ich bin unter euch wie ein Diener, und das Kreuz von allen Enden der Erde gibt Zeugnis von deiner Erniedrigung. Ich bin, sagtest du, und offenbartest mir das Geheimnis deines Namens. Du bist Alpha und Omega, Ursprung und Anfang, Ende und Ziel. Als die Mitte von allen Dingen erkannte ich dich und wusste, dass Zeit das Maß deiner Gnade ist und Ewigkeit das Maß deiner Liebe. Ich bin, sagtest du, und riefst mich in deine Nachfolge. So wurde die Welt mir durchscheinend für dich. Du sagtest, ich bin das Brot, das Licht, die Tür, der Hirte, das Leben, der Weg, der Weinstock. Die Worte dieser Gleichnisse wurden zur Begegnung mit dir auf Schritt und Tritt. Und je weiter ich ging, umso tiefer erkannte ich, wie sehr du der Bittende bist und ich diejenige, die alles empfängt. Darum will ich, Herr, in deinem Namen wohnen, wie in einem Haus, das weit und groß und schön ist, wie die Welt, deine Schöpfung. In deinem Namen bin ich zu Hause, in ihm gehe ich ein und aus und entdecke immer neu deine Schöpferkraft, die mich begeistert und belebt, so dass auch ich schaffensfreudig werde wie du, voll Elan und Leben, voll Dank und Lebensmut. Durch dich bin ich wie eine, die täglich aufersteht. Darum will ich, Herr, deine Liebe verteilen, wie du, in die Armut der Herzen, in die Armut der Hände, in das Elend der Welt, das sich zu Bergen auftürmt. Gebeugt vom Gewicht deiner Gnade will ich unter den Menschen sein, gebeugt wie die Sünderin über den Sand, in den dein Finger das Wort deiner Liebe schrieb, das kein Wind mehr auslöschen kann. Denn was bleibt, ist die Liebe. In diesem Sinne wünsche ich Ihnen heute einen gesegneten Tag. Lasst uns noch miteinander beten. Herr, durch diese alltäglichen Dinge hast du uns die Augen geöffnet. Was du bist und wie elementar du auch bist. In den Dingen, die uns umgeben, finden wir Erinnerungszeichen an dich. Wir danken dir dafür, dass du uns so nah kommst. Lass uns nicht blind sein für deine Wirklichkeit. Und segne du uns, damit wir dich erkennen und dich immer neu aufnehmen, Tag für Tag in unser Leben, in unser Herzen hinein und dich dann weitergeben zu den Menschen, denen wir begegnen, die dich brauchen. Dir sei Lob und Dank, jetzt und zu aller Zeit und auch durch einen jeden von uns. Amen. Gute Zeit.